Um diese Stammfunktion zu berechnen, weiß man nicht so recht, was man machen soll. Wir können sie nicht zerstückeln. Partial funktioniert auch nicht. Zur Substitution bräuchten wir die Ableitung von diesem Nenner im Zähler, die ist aber nicht vorhanden. Man kann auch nicht oben mit e hoch x multiplizieren, denn man muss dann wieder durch e hoch x teilen. Und dieses e hoch x im Nenner darf man nicht raussetzen, weil es ja nicht konstant ist. Wir bräuchten aber oben die Ableitung von diesem Nenner, und das ist e hoch x. Multiplizieren mit e hoch x bringt nichts, also machen wir Folgendes. Im Zähler addieren und subtrahieren wir sofort wieder dieses e hoch x. So haben wir die Funktion nicht geändert. Aber so hat das den Vorteil, dass wir zerstückeln können, denn wir lesen hier e hoch x geteilt durch e hoch x minus 1 plus 1 minus e hoch x geteilt durch e hoch x minus 1. So. Und bei einer Summe darf man zerstückeln. Also berechnen wir die Stammfunktion von diesem Bruch dx plus Stammfunktion von diesem Bruch dx. Im ersten Bruch haben wir effektiv die Ableitung vom Nenner, also werden wir das per Substitution machen können. Und der zweite Bruch, das ergibt genau minus 1. Also ist das die Aufgabe, die wir noch lösen müssen. Die Stammfunktion von minus 1 ist selbstverständlich minus x, ist also geregelt. Jetzt bleibt diese Stammfunktion und wir haben ja dafür gesorgt, dass der Zähler genau die Ableitung des Nenners ist, also können wir das Substitutionsverfahren hier schön einsetzen. Der Funktionsteil, dessen Ableitung im Zähler multipliziert, den nennen wir u. Wenn u e hoch x minus 1 ist, dann ist die Ableitung von diesem u gegenüber der Variablen x e hoch x. Jetzt setzen wir dieses dx noch rechts rüber, wo es multipliziert, und erkennen, wenn u e hoch x minus 1 ist, dann muss du e hoch x dx sein. Wir können also jetzt substituieren und finden so Stammfunktion von 1 auf e hoch x minus 1, das macht 1 auf u, und dieses Paketchen e hoch x dx, das macht du. Also bleibt diese Stammfunktion zu bestimmen, die ergibt den natürlichen Logarithmus vom Betrag von u, und sobald man diese Stammfunktion in u gefunden hat, ersetzt man u durch das, was es ist, als Funktion von x. Also finden wir diese Stammfunktion, und obwohl es am Anfang schwierig war herauszufinden, was man eigentlich machen soll, haben wir sie trotzdem gefunden.